Hat sich an. Was? Hunger. Ja. Ja, also der war im End zumindest. Digga, was ist das für ein Geräusch, Junge? Digga, wir müssen hier so eine Digga, für eine Sekunde habe ich überlegt, ob das In-Game ist, aber Digga, was zum Teufel, Alter? Werden jetzt irgendwelche Geister beschworen? Digga, du bist irgendwie verkehrt rum, kann das sein? Was war das zum Teufel? Das war ich? Ich vorne mich runter. Nein, ich bin gerade ins Nether-Portal. Portal reingegangen. Ah, Stranger Things mäßig ist jetzt alles auf dem Kopf. Müssen. Ah, ich versteh schon, Digga. So. Wut, 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 wut. Haben wir denn? Man nennt Underman auch den Beyblade. Au. Au. Drip, Alter. Au. Warte, ja, sieht das ein bisschen komisch jetzt aus, Satyr, pass auf. Warte. Was, sieh mal, wo du bist, Alter. Bitte schau zu mir. Da bin ich. Ich kann auch dir. Ach, da. Da! Wo bist du? Hier! Wo bist du? Hier! Interessant. Sieht das ein bisschen komisch aus. Kann man sich mal mit der Maus. Sieht aus wie Superman auf dem Sturzflug, Alter. Wenn du irgendwo da sprichst. Guck mal, hier ist überall Gras, Digga. Du könntest jetzt, jetzt schön farmen, Digga, für Kevin. Könntest so schön für Kevin jetzt farmen. Ja, für Kevin. Hilfst du auch mit? Nö, ich suche Lava. Ich muss irgendwie runterkommen zur Lava. Achso, okay. Nö. Aber ich nehme Quarz mit, so easy XP, weißt du? Die ganze du XP, bei? Du hast dich ja beschwert, dass du keine XP mehr hast. Und ich habe auch meine Glücksspitzhacke und so ein Mist, da kriegt man richtig viel Quarz. Anderman, kannst du mal auf mich zu stalken, Alter? Du rennst ja jetzt die ganze Zeit bei mir rein, oder was? Ist das deine Ernte? Ja, will ich farme, klaut. Digga, das ist dein Pokémon. Das ist der Pokémon, was dir immer hinterherläuft. Oh mein Gott, das ist Lava. In zwei Spielen läuft das. Oh mein Gott, da ist Lava. Zack, dreht er wieder um. Da, geh mal vorne. Nee. Ich will dich nicht hinter mir haben, wenn ich mich in der Lava näher, Digga, ganz ehrlich. Ja, aber dich auch nicht. Ja, dann mach einen Abflug. Oh mein Gott, ein Gas. Ja, ich höre den auch gerade hier. So. Oh, die Lava ist so weit unten, Alter. Oh, ich dachte, die wäre jetzt hier ungefähr schon auf derselben Höhe. Irgendwie runterkommen zur Lava irgendwie hin. Damit ich die halt direkt einsammeln kann. Aber das Problem ist, ich komme nicht so weit runter. Das ist irgendwie blöd. Obwohl hier sieht es ganz gut aus, hier komme ich auch nicht runter. Nicht geil. 1, 2, 3, 7. Gelände wird geladen. Geladen. Bin Laden. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ah, hier sind dann diese Magma-Blöcke, die du mir gegeben hast. Ah, die sind aus dem Nether. Ja. Oh Gott! Oh, Lava! Ne, die Magma-Blöcke, die Jesus. Hab ich im normalen Ding bekommen. Ich hab die Höhe erreicht. Jesus Christ! Digga, auf einmal kommt hier Lava rein in den Raum. Ich denk mir so, what the fuck, Bruder? What the fuck? Oh, ich bin richtig. Im Nether. Nether-Trips. Lava, nochmal Lava-Eimer. Oh Gott, jetzt schmeißt du die schon weg. Oh, verdammt, ich bin voll. Oh nein. Weg. Ich glaube, das so rich mit dem Eisen, der kann die ganzen Eimer nicht gebrauchen. Digga, ich hab auch versehen einen Lava-Eimer gedroppt gerade. Der ist jetzt einfach RIP. So, bin ich voll in meinem Inventar? Ich bin fast voll, top. Bist du B. Bin ich heute müde. Wieder mal. Anderman, du halt die Fresse, Digga. Ich bin schon seit, ich glaube 7 Uhr bin ich einmal als erstes aufgewacht. Seit 8 stehe ich jetzt hier und renn schon rum. Digga, ich hab heute schon. Was hab ich heute alles schon gemacht? Ich bin seit 6 Uhr abwachen, hab bis 11 Uhr auf meinem Handy YouTube geschaut. Digga, sag doch einfach Pornhub, Alter. Du brauchst nicht immer wieder anders nennen, Digga. Ja. Wir wissen alle, dass es das ist. Nein, ich hab YouTube geschaut. Ja, YouPorn, Digga. Sag's einfach, Digga. Die schaut man sich auch an. Wo bin ich denn jetzt schon wieder rausgekommen, Alter? Wem gehört dieses Nether-Portal? Wo bin ich? Ah, okay, hier hinten bin ich. Wahrscheinlich bei einem anderen Nether-Portal. Ist da auch aktiv, so Tür. Digga, wer hat hier so einen Schank nach unten gebaut, Alter? Warum ist das hier so? Warum ist hier ein Schank nach unten einfach random mit der Rising? Ach, was soll's, Digga. Ja, das hab ich vorhin noch auch gefragt. Ja, und ich hab die. Anderman, Digga. Anderman, ich hab Startprobleme. Hier Windows Access Spitz. Stop working, Alter. Yeah, boy. Stefan, kennst du das Meme? What's going inside your head? Yeah, ich hab nie was von gehört, Digga. Das ist der erste, der mir davon erzählt. So ein lustiges Meme. Ich kann's kaum erwarten, noch mehr davon zu hören. Nee.
Irgendwas stimmt heute nicht mit Minecraft, Digga. Ich bin nur am Fressen, ne? Permanent, Digga. Meine Hungercall geht so oft weg, ne? Ich habe allein in dieser heutigen Aufnahme schon, glaube ich, 7 Hühnchenkeulen gefuttert, Alter, und schon 30 Steaks weggeballert. Jedes Mal. Ja, so, weg. Wie häufig bin ich immer raus? Mit Fettsäcken kennst du dich ja aus. Wie, du bist raus. Aber ich bleibe in der Party. Macht keinen Sinn. Ja, mit Minecraft. Warum? Du kannst doch mit Kevin farmen. So viel Spaß. Nee. Moment, warte mal. Kein Bock. Okay. Hä? Hä? Was? Noch einmal, ich habe jetzt gerade 2 Stacks mit Stein. Mhm. Ich kann die aber nicht aufeinander stacken, weil das 31 und 2 sind, aber da steht bei beiden einfach nur ganz normal Stein dran. Mhm. Bin ich müde. Ich kann als ach, schon da oben. Ach, da oben. Jetzt hier rein. So, dann wollen wir mal. Müde. Fuck! Oder machen wir die Scheiße mal fertig hier. Kreativ wäre es natürlich einfacher, aber da ich keinen Kreativmodus hier habe, wird jetzt ein bisschen problematisch. Im Moment, wenn Stefan einfach mitten hier im Projekt cheaten will. Cheater! Cheater! Bring mir die paar Diamantblöcke mit. Boah, wenn ich das da hinsetze, darf ich nicht mehr runter. Aber wenn ich da... Okay, komm, ich komme da nicht an. Oder bereit ist eigentlich, wenn ich hier... Lava-Ding. Oh Gott, ich kann da gar nicht... Ich kann da nicht hinsehen, ne? Ich experimentiere hier gerade mit Lava. Ich glaube, ich gerade selber ein bisschen gepaid, fuck. Junge, bei wem höre ich mich hier gerade jetzt eigentlich so permanent doppelt? Ich glaube, das ist schon wieder Kevin, ne? Ja, bei mir. Boah, das breitet sich gar nicht... Ah doch, jetzt breitet es sich aus. Das heißt, wenn es... Wie eine Krankheit. Kann ich es dann hier nochmal hinsetzen? Dann dürfte sich das relativ gut ausbreiten. Ah, ich weiß, was ich zocke. Ich spiele wieder dieses Affenspiel. Ich spiele wieder Blooms. Aha. TD6. Okay, das ist ein richtig geiles Spiel, aber. Aber naja. Keiner zockt das halt. Aber naja. Keiner zockt das außer ich, Digga. Set Underman. Welches Spiel? Ich hab's gerade voll nicht mitbekommen. Wird geladen. Bin laden. So, welches Spiel? Und jetzt ganz schön hoch. Warte mal, welches Spiel meinst du? Blooms TD6. Ich hab einen Kollegen in meiner FL, der zockt das immer. Echt? Nein, hab dich verarscht. War eh klar, dass du mich verarscht. Ich glaube, er sagt nur so, echt? Echt? Dann können wir hier was anders hier. Das bin ich schon gewohnt, dass mich jeder verarscht. Ja, sad life, Digga, sad life. So, du bist schon Spaß. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mittlerweile aber nicht mehr. Danke. Aber das Gefühl werde ich wieder haben, wenn Stefan mich fragt, ob ich mit ihm streamen will. Das Freg, Gefühl Digga. Werde ich noch wieder haben. Das gute alte Fregen, wer kennt's nicht, Junge? Erstmal Fregen, was hier los ist. Digga, in Bayern sagt man so, lass mich in Ruhe. Erstmal Fregen, was hier los ist. Ey, tut mir leid, Digga, ich wollte mal kurz Fregen, wie das Wetter ist. Meine Fregen, heißen. Sagt man das so in Mecklenburg-Vorpommern? Kein Wunder, dass die Bayern alles Opfer sind, Alter, wenn die so reden, Junge. Also, deine Zuschauer, da machst du dich richtig beliebt. Bayern, Digga, richtige Opfersprache. Zeig erstmal die Hälfte der Abonnenten verloren. Anzeige ist raus. Ich meine, wenn du von sowas getriggert bist, wenn ich sowas sage, dann brauchst du meinen ganzen Kanal eigentlich nicht gucken, ne? weil ich aber so viel Scheiß, ich hab so viele Leute schon wahrscheinlich angepisst durch irgendeinen Mist, den ich einfach mal gesagt habe. Ich glaube, das ist halt der Beste. Mir macht das nichts aus. Was mich halt immer noch wundert, und das wundert mich halt wirklich, also so richtig, ich habe noch nie auch nur irgendwelche Konsequenzen gehabt von meinem YouTube-Kanal. Ich habe so viel Scheiße in meinen Videos gelabert, es kam doch nie jemand an und sagte, was laberst du für einen Müll oder so. Ich kann labern und labern und labern, ich werde nie unterbrochen, niemand sagt irgendetwas dazu. Ich will nicht sagen...
Man fühlt sich irgendwann gelangweiltiger. Niemand fordert einer raus. Ja, der Müll, den du von dir gibst, Alter. Ich hab jetzt 13 Quarzblöcke, braucht die wer? Nee, jetzt bist du spät, Digga. Juck keinen mehr. Und ich hab 33 Knochen. Da die Ballons wie weiß ich nicht was. Ich hab 33 Knochen, braucht die wer? Das sieht kacke aus, glaube ich. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich schmelze gerade die ganze Zeit Stein, aber ich weiß nicht wofür. Ich hab jetzt um die, 5 Stacks Steinziegel. Ich weiß aber nicht wieso. Wieso mache ich das gerade? Ich hab gerade einfach nichts zu tun. Das Einzige, was ich mache, ist über Steinziegel machen. Vielleicht hast du irgendwie gehört, dass Kevin Quarz braucht. Dann hast du einfach dein Gehirn quasi ausgeschaltet auf. Keine Ahnung. Ja, und dann hast du einfach. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich auf Arbeit bin, Digga, ich denke auf Arbeit gar nicht mehr nach. Mein Gehirn läuft einfach auf fucking Autopilot. Autopilot. Ich frage mich manchmal gar nicht mehr. Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich mache. Dann denke ich kurz drüber nach und dann so, oh ja, Autopilot, Digga. Einfach machen, Digga. Stefan, ich habe eine Frage an dich. Wie viele Unfälle hast du bisher während auf Arbeit noch nicht einen, Alter. Nicht einen, Digga. Ich meine, Führerschein ist was anderes, Digga. Führerschein ist was anderes. Ich habe noch keinen Autounfall gehabt. Ich meine, es sind schon fast welche passiert, weil irgendein Hurensohn mich in einer Kurve überholen wollte. In einer Kurve überholen, Digga. Das darfst du kannst du nicht ausdenken, Alter. Du weißt doch nicht, ob irgendwas von vorne kommt oder so. Das kannst du nicht sehen. Und er überholt mich, Alter. Wenn ich die Eisen gegangen wäre, hätte er erstmal schön den Gehverkehr reingeballert, Alter. Ja, moin, kann man mal machen. Das habe ich auch schon miterlebt, wo ich... Das mache ich auch immer die ganze Zeit. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Ich meine, ich bin auch schon mal zum Überholen ausgeschert, da habe ich gesehen, okay, Kurve, ich will wieder zurück, oder kam halt genau da ein Auto, ne? Weil, wenn du irgendwo lang fährst, du kennst die Gegend nicht, Digga, das ist ein bisschen blöd. Ja, Kreisverkehr, Digga, Kreisverkehr habe ich auch einmal gehabt. Alter, Kreisverkehr ist bei mir immer kritisch. Kritischer Hase, Digga. Langer, schmaler Nase. Ja. Ist immer kritisch. Bei uns gibt's recht viele. Was ich schon mal gesehen habe bei uns in Bayern, ist einfach ein Traktor. Bayern ist so ein spezielles Land. Über den dekorierten Kreisverkehr. Ein ganz spezielles Land. Einfach so. Dekorierten Kreisverkehr rübergefahren? Ach, du meinst die Mitte quasi. Du meinst die Mitte von der Straße. Ja, gut. Ich habe zwar Weihnachten, da war ein Weihnachtsbaum, der hat den einfach umgefahren, ist einfach drüber gefahren. Die Polizei hat ihn direkt danach festgenommen und er dürfte dafür Strafe zahlen. Festgenommen, Digga. Ich hab's gesehen, hab mir einfach den Arsch abgelacht. Ich dachte mir nur so, was ist das für ein Vollidiot? So eine Scheiße, Mann. Also als LKW-Fahrer, ne, wenn du da irgendeine Scheiße mitten im Weg hast, dann du musst halt durch, ne? Und wenn die da meinen, die Idioten, dass sie da irgendwie so einen scheiß Baum an Weihnachten hinballern müssen, dann bist du halt trotzdem gefickt, du musst da halt durch, weißt du? Ja, Traktorfahrer ist genauso. Beim LKW, ja. Das Witzige ist, die Stadt teilweise so blöd ist, das hatten wir auch schon mal gehabt. Das hatten wir auch schon mal bei uns gehabt. Die haben mitten in der Straße auch so einen scheiß Baum hingestellt, so an Weihnachten. Digga, das Ding war absoluter Müll, da haben sich auch auf Arbeit bei mir welche drüber aufgeregt. Weil der scheiß Baum war genau so, dass du da beim Abbiegen teilweise Probleme hast, weil der Baum hat über diese komische Insel rübergeguckt, die da war. Nein, das Witzige ist, das war einfach ein kleiner Baum, der ein bisschen dekoriert wurde und außenrum war es, glaube ich, so noch so ein bisschen Wasser außenrum. Der Typ fährt einfach durch. Da hat's erstmal auch nur so, Digga. Das Witzige daran war einfach eiskalt. Es war einfach während der Fahrstunde von meinem Bruder. Alles klar. Ich bin bei dem einen Mal hinten mitgefahren. Ich durfte das ausnahmsweise. Aber das ist einfach passiert nebenbei. Da gibt's einiges, was man so mitbekommt im Verkehr. Ich hatte zum Beispiel bei einem, wenn man die Theorie bei uns. Wer fummelt hier gerade am Kabelbinder rum? Ich weiß nicht. Andermann, ist ja vielleicht zu langweilig. Weißt du, wie das mal gerade zu MR, macht so Andermann. Digga, weißt du, wenn du so mit Elektronik zu tun hast, wie ich ab und zu immer so privat, Digga, das Geräusch von Kabelbinder, ne, kannst du einfach raushören. Nix klingt so wie Kabelbinder. Ja. Einzigartig, Digga. Ich meine, Kevin, wie sag ich das? Du bist Elektriker, Alter. Ja. Oder Kevin hat schon mal einen Stromschlag gekriegt. Schon mal einen Stromschlag gekriegt? Einen richtigen? Ja. Braucht ihr 8 Stacks Ziegel, Steinziegel? Glaub mir. Jeder meiner Klasse, ich bin in meiner Klasse, ich habe bis jetzt genau einen gekriegt und in meiner Klasse hat mindestens jeder einen.
Es hat einer geschafft, während der Prüfung einen Stromschlag zu kassieren. Nice. Ich habe damals meinen ersten Stromschlag, den richtig ersten Stromschlag, für den ich wirklich schuld hatte, war, es war spät, es war dunkel, ich hatte keinen Bock, ein Licht anzumachen und ich habe hinten an meinem PC abgetastet, wo der USB-Anschluss ist. Auf einmal, oh shit, hab ich eine gewischt gekriegt, Alter. Ja gut, du musst halt unterscheiden, wir haben halt noch Sicherheitsschuhe und den ganzen Scheiß an. Du wirst wahrscheinlich ohne Sicherheitsschuhe einfach da hinlang, dann ist komplett was anderes. Einmal mal kurz den Finger reingesteckt, Digga, einmal und nie wieder. Seitdem Licht das anmachen und dann gucken, wo das Ding ist, Alter. Digga, seitdem hat Stefan nur noch Trauma davon. Denken sie nur so, nein, den Fehler mach ich nicht nochmal anders. So schlimm ist es auch. Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, braucht wer 8 Stacks Steinziegel? Nicht von dir. Für was? Für was? Keine Ahnung, ich hab die einfach gemacht. Ich weiß nicht wieso, ich hab die einfach gemacht. Just do it. Weil ich gerade so Brain aufkam im Kopf, dachte mir so, okay, er braucht Quarz. Was mach ich? Wenn du willst, kannst du Quarz holen, hätte ich nichts dagegen. Ich muss jetzt irgendwie nur zurückfinden. Ich schon, weil der Quarz natürlich irgendeinen Nutzen dafür finden, Alter. braucht wir ein Zauberbuch mit Effizienz 2? Zauberbuch mit irgendwie Effizienz 2, Alter? Hä, geht da, hä? Was soll da effizienter werden? Die Nachladegeschwindigkeit, oder? Effizient, nein, das steht einfach so schnell ab aus. Mit dem Bogen? Nein, mit der Spitzhacke. Er hat doch gerade gesagt, ein Bogen mit Effizienz 2. Hast du nicht Buch gesagt? Bogen? Im Bogen? Ich schwöre, ich hab Bogen gehört, Alter. Deswegen war ich so komplett verwirrt, Alter. So, ey? Ein Bogen, oder? Also ein Bogen, Dias auf Bogen. Geile Scheiße. Ey, explodiert hier eigentlich TNT? Nein. Hab ich schon gefragt, nein. Scheiße. Kevin muss eh schon machen. Verdammt, du musst altes Haus abreißen.